Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Viele von euch kennen den Adrian bestimmt schon. Wir haben schon mal zwei Videos hier aufgenommen auf diesem Kanal. Und ich habe jetzt mal nachgeschaut, das ist jetzt anderthalb Jahre her gewesen schon. Und ja, und jetzt haben wir uns gedacht, auf jeden Fall mal noch ein kleines Update-Video zu machen nach anderthalb Jahren, wie sich alles entwickelt hat bei Adrian und wie es jetzt bei ihm ausschaut. Und ja, lieber Adrian, erstmal vielen, vielen Dank, dass du heute wieder da bist und dir Zeit genommen hast, ja, mit mir das Video aufzunehmen. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Vielen Dank für die Einladung, sehr, sehr gerne. Und ja, die erste Frage wäre, wie geht's dir? Wie geht's dir allgemein? Und ja, wie fühlst du dich? Also nochmal vielen, vielen Dank, dass ich wieder hier auf deinem Kanal sprechen darf oder das Video mit dir machen darf. Mir geht's wunderbar, mir geht's sehr, sehr gut. Ich bin sehr, sehr viel am Trainieren, sehr, sehr viel am Tennis spielen und ja, dazu eben sehr viel unterwegs, sehr viel am Reisen. Was das mit der Ernährung auch nicht immer ganz einfach macht, wenn man die ganze Zeit unterwegs ist. Und ich da auch immer mal wieder, sag ich mal, für mich justieren muss, gucken muss, wie passt es für mich am besten, dass ich sozusagen Leistungssport, gesunde Ernährung, Langlebigkeit und das Ganze, also Performance und Gesundheit, auch unterwegs für mich sozusagen optimieren kann. Das ist auch für mich immer ein ständiger Lernprozess. Und macht aber auf jeden Fall Spaß und ja, genau. Das ist ja auch, ich kenne es ja auch von dem Laufen, speziell wenn man sich jetzt in deinem Fall beim Tennis auf Turniere vorbereitet. Ja, und dann kommt das Turnier immer näher und dann reist man auch dahin, dann spielt die ganze Aufregung noch mit rein, ne? Und dann macht man sich dann nur Gedanken, okay, wie mache ich es jetzt mit der Ernährung und so weiter, ne? Da spielt ja immer ganz, ganz viel rein auch. Und dann halt eben auch am Tag X dann, ja, die optimale Leistung dann abzurufen, ne? Das ist auch immer ja nicht ganz einfach so. Ja, also ich finde es halt gerade, also beim Tennis ist es halt auch so, dass es nicht irgendwie nur ein Event jetzt ist oder ein Spiel, sondern ich habe jede Woche eigentlich ein Turnier und dann ist ein Turnier nicht nur ein Match, sondern das sind, ob wenn es gut läuft, meistens fünf Matches über 2 bis 3 Tage und das ist dann doch immer schon eine Herausforderung. Also ich fände das total entspannt, wenn ich jetzt wüsste, okay, ich habe in 2 Wochen sonntags ein Match. Da könnte ich mich viel leichter darauf vorbereiten, als, okay, ich habe jetzt am Freitag ein Match und wenn ich gewinne, habe ich am nächsten Tag wieder ein Match. Wenn ich verliere, habe ich kein Match mehr. Also das ist immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen gucken, so ein bisschen, immer so ein bisschen balancieren, wie das dann funktioniert. Wie ist das zum Beispiel, wenn du dann ein Turnier hast? Zum Beispiel, du hast nächstes Wochenende ein Turnier und wie lange dauert dann immer ein Match? Also wie kann man sich das vorstellen an einem Tag? Wie viele Stunden ist man da am Spielen? Also sage ich mal so ein reines Match, wenn ich jetzt sage, ich habe nächste Woche Freitag ein Turnier, das erste Match, es geht ja im Tennis also über 2 Gewinnsätze und das kann, sage ich mal, wenn es schnell geht, ist es 1 Stunde, wenn es lang geht, kann es auch mal 3,5 Stunden sein. Also es ist auch wirklich schwer, sich dann drauf einzustellen und auch gerade so mit der Ernährung, also wenn du die meisten Tennisspieler anschaust, die sind eigentlich die ganze Zeit nur am Snacken. Also du hast da eigentlich null Entlastungsphasen drin, weil du halt auch immer, du weißt manchmal auch gar nicht, wann du drankommst. Also beim Lauf zum Beispiel kannst du jetzt sagen, der Lauf startet um 10 Uhr. Im Tennis ist es so, dass es halt angesetzt ist zum Beispiel auf 15 Uhr. Aber wenn davor Matches sind, die halt länger gehen, weil du es halt nicht genau sagen kannst, dann kann es sein, dass dein Match sich verzögert. Also ich hatte, wann war es? Es ist erst vor ein paar Wochen her. Match war angesetzt auf 15 Uhr und dann bereite ich mich auch darauf vor. Ich möchte in 1,5 Stunden davor nichts mehr essen, ne? Dass ich verdaut habe, dass meine Energie voll da ist, aber halt auch genügend gegessen habe, dass ich für ein langes Match auch die richtige Energie habe. Ja, und zack, boom, es regnet, wir müssen in die Halle. Halle hat nur 3 Plätze anstatt draußen 6 Plätze. Alles komprimiert sich, alles verzögert sich. Ich bin dann abends um 19:30 dran gekommen. Also das ist dann halt schon eine Riesenspanne, wo ich dann halt auch für mich sagen muss, okay, an so Matchtagen muss ich halt auch manchmal flexibel sein mit meiner Ernährung. Ne? Also das ist halt, wo ich für mich dann einfach gesagt habe, okay, für an Matchtagen ist für mich die Performance das Wichtigste. Und dann an anderen Tagen gucke ich dann halt, dass ich wieder mehr Entlastung sozusagen reinbringen kann.
Ja, wenn man sich da nicht so drauf einstellen kann, das ist, stelle ich mir manchmal dann schon mal so ganz einfach vor. Wie machst du es dann genau mit der Ernährung an den Turniertagen? Also an den Turniertagen gucke ich, dass ich eben vor dem Match eben viele Kohlenhydrate esse aus Früchten. Meistens habe ich dann reife Bananen, Mangos esse ich ganz gerne. Was ich auch mache, ist zum Beispiel, dass ich mir so Datteln einweiche. Also eine Nacht zuvor. Und dann, also das habe ich einfach für mich gemerkt, dass das funktioniert für mich gut. Ich würde es sehr, sehr gerne lieben, frisch gepresste Säfte noch mit einzubauen. Aber wenn ich halt unterwegs bin, ist es ein bisschen schwer, das immer meinen Safter da mitzunehmen, weil ich halt meistens ja mit meinem Camper unterwegs bin. Und wenn ich international unterwegs bin, ist es sowieso ein bisschen schwieriger. Daher ist das für mich, wo ich so für mich rausgefunden habe, dass es für mich am besten funktioniert. Und dann gucke ich eben, dass ich dann abends, also nach dem Match, um auch wieder meine Speicher aufzufüllen, dann wieder auf also grün natürlich gehe und eben dann sowas wie gedämpfte Süßkartoffeln, gedämpftes Gemüse, vielleicht auch mal Quinoa oder sowas. Genau, solche Sachen. Ja, super. Ich muss gerade so im Gespräch an ich glaube, Novak Djokovic heißt der, gell? Muss ich gerade dran denken, weil mir ist da eine Unterhaltung eingefallen. Und das ist ja der weltbeste Tennisspieler schlechthin, kann man eigentlich sagen. Und das war so witzig. Die Leute haben ihn vorher immer gefeiert, ja, war super Tennisspieler und so weiter, ne? Und dann in dem einen Interview, dann wurde er gefragt, wie er sich denn ernährt und so weiter, ne? Und da hat sich halt eben herausgestellt, dass er sich auch überwiegend pflanzenbasiert ernährt und hat dann gesagt halt, was er als Morgenroutine macht und so weiter und dass er halt Zitronenwasser trinkt und Selleriesaft und halt eben auch so, wie du gerade gesagt hast, gesunde Kohlenhydrate dann halt eben isst, auch gedämpftes Gemüse, frische Früchte und ja, Quinoa und so weiter. Und dann haben voll viele Leute dann drunter geschrieben, ah, was, voll die Mangelernährung und so weiter, bla, bla, weißt du? Vorher gefeiert, dass er der weltbeste Tennisspieler ist und dann auf einmal kommen dann die ganzen Ernährungsexperten um die Ecke, weißt, die zu Hause auf der Couch sitzen, viele davon, und machen ihn dann auf einmal runter, wo ich so sage, ja, ne, aber genauso ist es. Erstmal das Durchziehen, ne, und ja, und dann sieht man ja auch, dass es funktioniert, ne? Und ich meine, wir beide bei uns, wir merken es ja auch, es funktioniert wunderbar. Es ist nicht so, dass man jetzt merkt, boah, man hat da keine Energie oder sowas. Na, eher im Gegenteil, ne? Ich meine, klar, wenn man am Anfang anfängt damit, dann merkt man schon erstmal, ja, es können gewisse Entgiftungsprozesse eintreten. Aber das Gute ist jetzt zum Beispiel auch, wenn man vermehrt Sport macht, dann ist man eh immer in Bewegung, der Kreislauf ist in Bewegung, die Lymphe ist in Bewegung. Und dadurch läuft dann alles nochmal viel harmonischer ab und die Entgiftungserscheinungen, wenn man welche mal hat, dann merkt man sie nicht, beziehungsweise die sind halt sehr gering, ne? Und das hat auch einen riesen Vorteil am Sport einfach auch. Ja, also auch nochmal, um da auf Novak Djokovic zurückzukommen. Ich finde, es ist für mich einer der besten Athleten, die es je gegeben hat. Der hat jetzt vor kurzem wieder die Weltmeisterschaft gewonnen im Tennis. Der ist jetzt auch 37, 38, glaube ich, so rum. Also, wo viele eigentlich schon lange nicht mehr spielen. Und hat jetzt die ganzen 22-Jährigen, 20-Jährigen nicht nur spielerisch, sondern auch körperlich platt gemacht. Ja, es ist einfach genial, ne? Und ich meine, man muss ja auch gucken, auch über mentaler Aspekt finde ich einfach einer der authentischsten Sportler, die ich kenne, ne? Also die ganze Geschichte vor 2 Jahren, wo er gesagt hat, nein, er lässt das Ganze nicht mit sich machen, er durfte ja die ganzen Turniere gar nicht mehr mitspielen, ne? Und dann haben ihn viele ja auch dafür mega, mega kritisiert und er ist einfach seiner Linie treu geblieben. Und jetzt interessiert es keinen mehr so. Die Leute bewundern ihn dafür, ne? Und da war doch jetzt auch irgendein Turnier, wo ich glaube, BioNTech oder Moderna der Sponsor von dem ist. Ja, Und er gewinnt das Tennisturnier dann am Ende, ne? Obwohl er vorher halt eben ausgeschlossen wurde, weil er sich halt eben nicht schlumpfen lassen. Und ja. gewinnt dann das Turnier. Ich musste so lachen, dass es wieder, ja, das hat perfekt gepasst einfach, ne? Aber deswegen mag ich ihn auch noch umso mehr, weil er bleibt seiner Linie treu geblieben. Seiner eigenen Gesundheit und ja, das schätze ich bei ihm sehr. Ne? Und einfach die Botschaft und die Message, die er nach außen bringt und alles drumherum, das finde ich, das passt bei ihm super.
Ja, also bei ihm ist ja auch sehr, sehr interessant. Er hat ja auch so ein Buch geschrieben, habe ich auch mal gelesen. Das ist schon ein bisschen älter. Da hat sich seine Ernährung auch seitdem weiterentwickelt. Aber er kommt ja auch aus einem Hintergrund, wo, glaube ich, seine Familie in irgendein Restaurant hat und die eher so typisch, sage ich mal, ja, so Nudelgerichte, Pizzagerichte, also sehr, sehr viel Weißmehl, sehr, sehr viel verschleimendes Zeug gegessen hat. Und er dann ja auch gemerkt hat, dass er in seiner früheren Karriere hat er immer sehr, sehr viele körperliche Probleme, hat immer wieder schlapp gemacht, musste oft aufgeben und hat dann ja seine Ernährung geändert und ist dann eben, sag ich mal, von einem der weltbesten Tennisspieler zu unangefochtenen besten Tennisspieler geworden, ne? Also wo die Ernährung, glaube ich, bei ihm eine riesen, riesen Rolle spielt. Ja, voll, voll spannend. Ich weiß auch, seine Frau, die Jelena heißt sie, glaube ich, die hat auch so ein, also schon früh angefangen, sich so um Ernährung, Gesundheit, holistische Gesundheit und so weiter zu kümmern. Ich glaube auch eventuell, dass das mit reinspielen könnte bei der Umstellung. Habe ich jetzt erst gelesen, also auch voll interessante Geschichte. Ja, ne, voll spannend. Da sieht man mal, was das ausmachen kann, das Ganze. Definitiv, ja. Ja, weil wir gerade beim Sport und auch beim Tennis sind, was auch immer sehr mit reinspielt, ist jetzt egal, ob das jetzt das ist, was wir machen, wo man schon sagt, wir machen das ein bisschen ambitionierter, bei mir das Laufen, bei dir das Tennis spielen. Aber was halt so auch eine große Rolle spielt, finde ich, ist so das Mindset, ne? Wie bleibt man da langfristig am Ball? Weil ich weiß, bei mir ist es so, bei dir ist es eventuell bestimmt auch mal so, dass man sich manchmal denkt, so, ach, boah, ich habe keine Lust mehr, ich würde am liebsten aufgeben, boah, alles scheiße. Wie gehst du mit solchen Situationen um und was hat dir geholfen, vom Mindset her zu sagen, ich ziehe das jetzt durch, ich möchte da mehr erreichen, ich möchte vorne dranbleiben? Ja gut, also ich finde, das ist auch eine mega, mega wichtige Sache, weil ich finde auch immer, klar, du kannst dich mega, mega gesund ernähren, aber ich finde, das Mindset, also Körper, Geist und Seele ist immer miteinander verbunden. Und ich finde immer wieder auch, es gibt ja ein Beispiel, finde ich auch von Leuten, die sich dann top gesund ernähren und auf alles achten, aber dann trotzdem immer wieder Probleme bekommen. Und ich finde, da gehört eben das Mindset eben mega, mega dazu und auch, was ich finde, ist einfach mal so ein großes Warum für einen finden. Also warum mache ich das überhaupt? Dass es halt in Momenten, wo es mal vielleicht nicht so viel Spaß macht, dass man sich immer das wieder so in den Kopf zurückrufen kann. Warum mache ich das? Sei es jetzt meine Gesundheit zu unterstützen, meine Ziele zu verwirklichen, mein auszureißen, was machbar ist. Einfach so diese Sachen. Und vor allem auch finde ich, dass man ja heutzutage immer diese Instant-Befriedigung hat, ne? Also alles muss schnell gehen, alles muss sofort funktionieren und keiner hat mehr so wirklich diese Fähigkeit, etwas durchzuziehen, also konsequent irgendwo dran zu bleiben, einfach diese Fähigkeit, Disziplin zu zeigen, einfach mal immer wieder auftauchen über einen langen Zeitraum hinweg, einfach, dass man sich das aneignet, diszipliniert einer Sache durchzustehen, weil Motivation, die wird immer mal da sein und mal nicht da sein. Also ich kenne niemanden, der immer 100% 365 Tage im Jahr motiviert ist. Also kenne ich niemanden. Wer das ist, zeigt es mir bitte, weil ich kenne niemanden. Das gibt es einfach nicht. Du wirst immer Tage haben, wo du halt mal keinen Bock hast. Und dann ist einfach die Sache, bist du bereit, einfach die Dinge zu tun, die notwendig sind, um vorwärts zu kommen. Und wenn man einfach dieses Klar, heißt es ja, wie eigne ich mir Disziplin an, aber einfach mal dieses Wissen zu haben, dass du niemals jeden Tag motiviert sein bist. Und wenn du weißt, dass das, was du tust, dich vorwärts bringt, dass das, was du tust, positiv sich auf dein Leben auswirkt, dann einfach das immer wieder in den Kopf rufen, auch in den Momenten, wo es eben nicht so gut läuft und sagen, hey, Adrian, jetzt, wenn ich jetzt über mich rede, komm. Mach das, das ist gut für dich, ja? Und dann einfach diese Disziplin zu haben. Und was mir dann halt eben auch noch hilft, dass man sagt, okay, man hat irgendwelche Ankerpunkte, irgendwo, wo man sich festhalten kann, irgendwelche Rituale, irgendwelche Sachen, wo du immer und immer wieder machst, wo du sozusagen so einen Halt findest, wo du dich festhalten kannst, wo du dann nicht so, ja, sei es irgendeine Routine, die du machst, eine Anwendung, irgendetwas, wo du immer sagst, hey, da kann ich zurückkommen, darauf kann ich mich stützen sozusagen. Also das sind Sachen, die mir halt helfen.
Ja, das sind sehr gute Beispiele. Bei mir ist es dann immer so, dass ich mir dann irgendwie, wenn ich merke, oh, ich habe jetzt so keine Lustphasen oder man merkt doch mal, der Körper ist jetzt gerade nicht vielleicht auf dem Leistungsniveau, ne? Dann, ja, dann ich suche mir dann immer irgendwie entweder auch andere Sportler raus, wo ich mich wieder motivieren kann, ne? Irgendwo in den sozialen Medien, das hilft mir immer. Manchmal nehme ich auch, ist auch nicht mal ganz förderlich, aber irgendeine Musik im Hausbereich oder auch mal Techno oder so, kurz mal bloß. Oder so Motivationsmusik, das hilft auch immer ganz gut, finde ich. Ne? Und dann halt auch, wie du schon auch gesagt hast, ne, einfach auch die Ziele, die man hat, einfach vor Augen immer wieder führen und wo man halt gerne hin möchte. Und dann, ja, das hilft dann in den meisten Fällen dann schon wieder weiter. Ne? Ja, also was ich auch interessant finde oder spannend finde, ist, dass halt klar, wie du jetzt sagst, manchmal fühlt man sich eben vielleicht nicht so gut oder man ist vielleicht nicht so leistungsmäßig, dass man auch sozusagen auch das spürt und sagt, okay, hey, bin ich heute vielleicht nicht bei 100%, aber dann gibt's viele, die dann sagen, okay, ich breche komplett ab und schmeißen alles hin, aber dass du dann halt sagst, hey, okay, dann mache ich halt ein bisschen weniger, mache vielleicht nicht ganz so viel, aber einfach nur dieses Dasein machen, durch die Bewegungen gehen, den Rhythmus machen, sei es, wenn du jetzt laufen gehst, anstatt 10 Kilometer gehst du halt nur 5 Kilometer laufen, anstatt eine Stunde Tennis spielen, vielleicht nur eine halbe Stunde Tennis spielen oder anstatt, was weiß ich, 100 Kilo Bankdrücken machst du nur 50 Kilo, aber dass du wenigstens was gemacht hast, damit dein Gehirn und dein Körper sagt, hey, ich war da, ich habe es gemacht, ich habe es durchgezogen, gibt dir positive Gefühle, schüttet Endorphine und alles, Glückshormone aus und dann ist es viel, viel leichter dran zu bleiben, wenn du einmal was absagst und nicht machst, ah ja, dann kann ich es nochmal machen und irgendwann ist man dann komplett draußen. Ja, genau, das stimmt. Das ist ja auch immer so, die Leistungskurven an einem Tag, wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, Sprinttrainings machst, Intervalle und so weiter. Und am nächsten Tag hast du dann mal eventuell Muskelkater oder sonst was, ne? Aber das ist ja auch gut, einfach dieses Zusammengehen auch mit dem Körpergefühl, dass man dann halt eben sagt, okay, jetzt am nächsten Tag mache ich dann einfach nur einen Regenerationslauf, ne? Und laufe dann ganz entspannt, so, ne? Und am nächsten Tag danach merkt man dann schon wieder, entweder ist es immer noch nicht so, dann macht man das nochmal. Und am nächsten Tag merkt man dann, okay, jetzt ist eigentlich wieder alles gut und kann man ganz normal weitermachen, ne? Das ist echt gut, dass du das gerade sagst, weil ich kenne das von mir früher. Da war ich total ungeduldig und dann, ich meine, das Gefühl, wenn man so zum Beispiel Intervalle läuft und so und dann sich richtig fit fühlt, schnell fühlt und so, dann will man das am nächsten Tag gleich wieder haben. Und dann, wenn man dann merkt, oh, man ist einfach nicht so leistungsfördernd und geht dann in die andere Richtung, also will es dann immer wieder verzwingen, dann macht man ja eigentlich mehr Rückschritte, weil du deinem Körper nicht genug Erholung gibst. Aber ich kenne es, wenn man dann so ungeduldig wird und dann am liebsten jeden Tag die gleiche Leistung oder am nächsten Tag gleich noch eine bessere Leistung eigentlich haben möchte. Ja, das war bei mir auch so. Schön mal rausgehen, immer versuchen, einen rauszuknallen jeden Tag. Aber ja, der Körper, der holt dann einen irgendwann schon wieder ein. Ne? Der sagt dann irgendwann, nee, jetzt ist mal wirklich Feierabend und dann. Aber ja, man merkt ja auch, also ich merke das mit der pflanzlichen Ernährung speziell auch, du kannst schon da mehr machen, so in der Richtung, ne? Aber trotzdem muss man dann halt auf seinen Körper hören. Ja, genau. Ich meine, ist ja alles auch im Prozess. Ich meine, wenn alles auf einmal schnell gehen würde, dann ist also, dann ist ja, wäre alles langweilig im Prinzip, wenn du sofort alles hättest. Ja, stimmt. Stimmt. Wie viele Jahre sind das jetzt bei dir, seitdem du vegan, pflanzenbasiert lebst? Wie lange ist das jetzt schon? Und würdest du sagen, es war eine gute Entscheidung oder war es keine gute Entscheidung? Was wäre das jetzt für ein Video, wenn ich sage, es wäre keine gute Entscheidung? Ja, also ich bin für Ehrlichkeit, deswegen ja, ne? Gehört alles. Ja, definitiv. Definitiv. Also ich bin gerade auch im Überlegen, also wir hatten ja vor anderthalb Jahren das letzte Video, hast du vorhin gesagt. Und ich meine, dass dieses Radikale auf, was heißt radikal, wo ich dann komplett den Switch gemacht habe, mal mit der ganz schleimfrei versucht zu ernähren und so weiter. Das war, glaube ich, vor 2 Jahren. Davor hatte ich mich aber auch, glaube ich, schon 1,5 Jahre oder so vegan ernährt. Also würde ich jetzt sagen, rein pflanzlich oder überwiegend pflanzlich schon seit, ja, 4 Jahren bestimmt jetzt. Und ja, also die pflanzliche Ernährung ist für mich definitiv ein Grundstein meiner Gesundheit, meiner Ernährung. Also
das möchte ich nicht missen, sagen wir es so. Das klingt gut. Du hast ja schon ein bisschen was erzählt, wie die Ernährung bei dir im Trainingsalltag ausschaut. Ist das dann auch so vom Prinzip her jeden Tag dasselbe auch? Oder hast du da auch Unterschiede, dass du sagst, dann an Nicht-Turniertagen ist es dann anders wie an Turniertagen? Also wird auf jeden Fall anders sein. Schaust du auch auf Kalorien? Schaust du auf bestimmte Bereiche, wo du sagst, ah, da fokussiere ich mich drauf? Oder sagst du einfach, nö, ich mache das so und so und mache mir da keine großen Gedanken drüber? Also ich habe mich tatsächlich, habe ich da lange, habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Und dann gab es so eine kleine Phase, wo ich mich nicht mehr ganz so wohl gefühlt habe. Einfach, also es war auch im Sommer, habe ich extrem viel geschwitzt und extrem viel gemacht und habe das Gefühl gehabt, dass ich mich nicht mehr ganz ausgewogen gefühlt habe. Und dann habe ich auch einen Tipp von Robin bekommen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Robin Hoffmann kennst du ja bestimmt. Und dass ich so ein bisschen mehr Eiweiß wieder in meine Ernährung eingebaut habe, also pflanzliches Eiweiß, so Hanfproteinpulver, also Hanfpulver oder so Kürbiskernpulver. Und zum Beispiel in mein Abendessen, dann rühre ich das halt so ein bisschen mit unter und einfach so ein bisschen meine, oder halt noch mal mehr Linsen, ab und zu gekeimte mit einzubauen und so. Und das hat mir sehr, sehr viel geholfen, einfach so ein bisschen mehr Eiweiß in meine Ernährung einzubauen. Also habe ich einfach einen ganz großen Leistungsunterschied wieder gemerkt. Und was ich auch jetzt noch mit einbaue, ist eben, dass ich so einmal die Woche so einen Entlastungstag mache. Also das habe ich auch vom Robin, der macht, glaube ich, einmal die Woche so 40 Stunden, wo er, also einmal Wasserfastentag. Das mache ich bei mir nicht, weil da würde mir zu viel Training wegfallen. Also, weil dann ist ja im Prinzip, du kannst ja schon was machen, wenn du fastest, aber jetzt kein, also ich merke das immer bei mir, wenn ich faste, ich könnte so locker laufen gehen oder spazieren gehen, solche lockere Sachen kann ich machen, aber beim Tennis ist halt alles explosiv, ne? Es geht nur um Explosivität und wenn ich gefastet habe, dann merke ich, bei mir geht da gar nichts. Und deshalb habe ich dann so 24 Stunden Fasten, wo ich einbaue, wo ich dann sozusagen an einem Tag so, also heute zum Beispiel bis 13 Uhr was esse und dann bis zum nächsten Tag 13 Uhr faste, sozusagen 24 Stunden. Und dann kann ich aber trotzdem morgen Mittag wieder trainieren. Also ich verliere keinen Trainingstag, habe aber dann trotzdem so einen sehr, sehr guten Entlastungstag. Ich kann dann nachts sehr, sehr gut schlafen, weil dann ich meist also nichts gegessen habe. Und das ist für mich auch so, wo ich sage, hey, da kann ich viel, viel schneller regenerieren. Also das sind so die Sachen, wo ich für mich in meinem Alltag sozusagen jetzt mit einbaue. Ich habe da auch schon ein bisschen rumexperimentiert mit dem Ganzen. So, wenn man halt ein Saftfasten macht, ja, und dann halt wirklich auch genügend und ausreichend trinkt, so in der Zeit. Und du merkst dann halt nach ein paar Tagen, auch wenn du in Bewegung bist, du merkst dann einfach, du kommst dann auf so ein Level hoch, dass du merkst, dass da, du kennst dann keine Müdigkeit mehr, ja. Also, du kannst dann rein theoretisch powern, 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 so, ne? Das ist auch gefährlich, weil, aber ich habe da echt schon viel rumexperimentiert, wo ich teilweise auch mal die 30 oder 40 Tage Saftfasten gemacht habe. Und dann habe ich so gemerkt, in der dritten Woche zum Beispiel, habe ich mal einen Test gemacht, okay, jetzt probiere ich mal aus, jetzt mache ich mal Intervalltraining. Habe ich es an dem einen Tag gemacht, habe gemerkt, fühle mich super, auch keinen Muskelkater oder irgendwas gehabt. Und am nächsten Tag wieder Intervalltraining gemacht und am nächsten Tag wieder Intervalltraining gemacht. Und dann habe ich das für 8 Tage lang durchgezogen jeden Tag. Und am achten Tag habe ich mir dann gesagt, okay, ich könnte es eigentlich weitermachen, so, ne? Habe es dann aber nicht mehr gemacht, bin dann normal weiterlaufen gegangen. Aber da legt sich dann so ein Schalter um ab einem gewissen Punkt. Aber man muss halt auch ausreichend trinken, ne? Es kommt dann halt immer aufs Leistungslevel drauf an. Muss dann schon sagen, 3 bis 6 Liter, je nachdem, dass Gemüsesäfte mit dabei sind, Obstsäfte, grüne Säfte. Aber das Leistungslevel, was da dann nochmal entstanden ist, also das fand ich mega, mega interessant und mega spannend. Aber trotzdem ist halt noch so das Denken da vom Kopf, ah, du musst ja dann wieder essen und so weiter, bla bla bla. Aber damit will ich auch noch ein bisschen mehr rumexperimentieren und schauen, in welche Richtung das geht. Weil jetzt sagen wieder einige, oh, das ist zu extrem, aber ist es ja eigentlich nicht, weil du bekommst ja alles, ne? Die Säfte, die werden sofort verdaut und so weiter und relativ schnell auch verdaut. Und dann stehen dir die ganzen Sachen ja auch zur Verfügung, ne? Es ist halt. Ist interessant, aber ich muss auch sagen,
Das würde ich jetzt nicht machen im ersten Jahr, wenn ich mit der Ernährung anfange, sondern das würde ich dann halt mal so nach ein paar Jahren so ausprobieren. Ah, okay, wie reagiert mein Körper jetzt darauf? Halt auch wieder individuell und auf. Mhm. Aber das finde ich auch spannend, so das Thema. Also das ist ja auch das, was ich am Anfang habe lernen dürfen. Ne? Du liest dann die ganzen Bücher oder lässt dich dann von irgendwelchen Leuten bequatschen und so weiter. Und dann will man alles sehr, sehr schnell machen. Und ich glaube, das ist einfach ein Weg, wie es nicht funktioniert und wie du ganz schnell davon wieder wegkommst. Weil am Anfang hängst du, ah ja, bei mir funktioniert das viel, viel schneller wie bei anderen. Aber es ist einfach ein Prozess. Jeder Körper ist individuell und jeder braucht seine Zeit. Und man darf sich da auch wirklich die Zeit nehmen. Ich meine, das Wichtigste ist ja, dass du was für deine Gesundheit machst. Und wenn du da Schritt für Schritt rangehst und dann immer guckst, wie fühle ich mich dabei und alles nicht zu schnell geht. Also wir hatten es ja in dem Video, glaube ich, damals schon besprochen. Ja. Ich hatte ja, was weiß ich, 15 Kilo oder 16 Kilo bei mir auch verloren gehabt am Anfang. Das war alles andere als schön dann und ja. Das merkt man dann auch ab einem gewissen Punkt, ne? Ja. Kannst du dann auch nicht mehr kompensieren. Das ist, ja. Ich meine, so ein gewisser Gewichtsverlust, das finde ich schon wichtig am Anfang, wenn man sich umstellt, einfach weil man dann weiß, okay, der Scheiß geht raus. Aber dann sollte man trotzdem relativ schnell eigentlich wieder gesundes Material einfach aufbauen mit der richtigen Ernährung, dass man halt auch einfach wieder in seine Kraft und in seine Energie kommt, ne? Und ja. Genau. Und halt dann auch in Situationen reagieren, wie du auch schon gesagt hast, wo du gemerkt hast, da habe ich mich nicht so gut gefühlt. Ah, okay, baue ich ein bisschen mehr Sprossen und dies und jenes ein, ne? Und ja, ich habe auch gemerkt, im Sommer ist es ein bisschen anders, wenn du da wirklich 2-3 Stunden trainierst und du schwitzt dann halt mehr Mineralien aus und so weiter. Da muss man dann halt schauen, dass man das über gewisse Umwege dann wieder reinbekommt, ne? Bei mir, ich mache mir dann halt, keine Ahnung, ich schaue mir dann halt 2 Hände voll Wildkräuter mit in den Saft rein und ein bisschen Sellerie für das organische Natrium. Und dann passt das alles, ne? Aber bei dir ist ja dann wirklich jeden Tag teilweise 2, 3, 4 Stunden Training, ne? Bei mir. Na gut, also bei mir ist es tatsächlich, ja, also an einem normalen Tag 3, 4 Stunden. Es kann aber auch schon mal 5, 6 Stunden sein. Und es ist halt gerade im Sommer, wenn man halt extrem viel schwitzt. Also, ja, das habe ich einfach auch ein bisschen unterschätzt, ne? Und dann habe ich dann sofort gemerkt, hey, irgendwas stimmt dann nicht mehr so ganz, sondern ja, aber das ist einfach so alles, wo man für sich experimentieren muss. Und das ist halt das Gute daran, ne? Und ja, und bei 5, 6 Stunden, da kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, wenn du die ganze Zeit da wirklich auch explosive Bewegungen machst und so weiter, da, ja, da musst du halt schauen, okay, wie kriege ich die Sachen wieder rein, damit mein Körper happy ist und damit ich ihn weiterhin gut unterstützen kann und in der Balance halten kann, ne? Und ja, und da finde ich es halt schön, dass wir uns alle gegenseitig so austauschen können. Und ja, und dann kann man sich immer wieder irgendwas rausziehen, ne, irgendeinen Punkt, ah, okay, das probiere ich jetzt mal bei mir aus, das funktioniert dann und das funktioniert nicht und dann ist alles, ja, ist alles fein am Ende. Genau. Adrian, wie machst du es mit Supplemente? Nimmst du Supplemente? Und wenn ja, was? Nehme ich Supplemente? Ich bin gerade überlegen, also nicht wirklich viel, also ich weiß nicht, zählt Spirulina für dich als Supplement? Ja, Spirulina, das ist für mich eigentlich ein Lebensmittel. Ne? Das ist ja, genau. Also Spirulina nehme ich auf jeden Fall. Ich habe mal ein bisschen mit Vitamin D herumexperimentiert, wo ich jetzt vielleicht wieder im Winter vielleicht machen möchte. Aber im Sommer bin ich so viel draußen, jeden Tag. Da finde ich das für mich, habe ich nicht das Gefühl, dass ich das brauche. Und wo ich vielleicht mal auch ein bisschen, also wo ich nicht aktiv oder mal ein bisschen herumexperimentierbar habe, ist mit so Omega-3. Aber das mache ich jetzt auch nicht wirklich durchgehend oder sowas. Ja. Okay. Sonst nichts, ne. Okay. Hast du mal deine Werte auch checken lassen? Weil das ist ja auch immer so eine Frage, die manchmal von einigen kommt. Nee, habe ich noch nie. Aber es ist halt auch, ich sag so, ja, wenn man sich gut fühlt, ne, warum soll, wenn ich mich jetzt, keine Ahnung, für eine längere Zeit, weiß, keine Ahnung, irgendwie komisch fühlen würde, dann würde ich vielleicht mal dran denken, mal nachzuschauen, ne, aber ja, um Gottes Willen, das ist jetzt kein Ratschlag nach außen, sage ich auch gleich. Wer da Bedenken hat oder so, dann lasst die euer Blut untersuchen und schaut nach, wie die Werte sind. Aber ansonsten,
Ja, ich sehe das da auch so wie du, die kritischen Sachen. Dafür nehme ich einfach, also B12 und da nehme ich auch einfach die Chlorella aus Klötze. Da ist B12 drin. Ich baue mir selber Gerstengras an und entsafte das. Da ist auch was drin oder nehme Grashalmpulver, ne? Und ja, und jetzt hier im Winter, da nehme ich dann halt auch mal einen Tropfen Vitamin D3, K2. Ja, genau, das habe ich auch. Ja. Werde ich euch auch hier unter dem Video verlinken von Lebenskraft Pur. Das sind 5000 Einheiten pro Tropfen. Da nehme ich einen Tropfen pro Tag. Und das ist auch eine kleine Menge. Ne? Und sobald dann aber die Sonne wieder da ist, ja, dann vertraue ich der Natur und gehe halt dann raus. Ne? Ja. Ja, genau. Also ich sehe das auch wie du. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich im Sommer jetzt gemerkt hätte, hey, es ändert sich nichts und ich fühle mich immer noch nicht so, dann hätte ich jetzt schon gesagt, hey, okay, man muss einfach einen Schritt machen und gucken, was stimmt da nicht genau, aber solange ich mich gut fühle und ich mag es, auf mein Körpergefühl zu hören, finde ich das einfach, ja. Ja, das Nonplusultra. Interessant auch ich beschäftige mich ja auch so mit Herbal Medicine, also so Kräutermedizin. Und in den alten Kräuterbüchern von damals, da war bei vielen Pflanzen noch angegeben, dass die Vitamin D und Vitamin B12 enthalten. Und das fand ich auch sehr interessant. Und das ist heutzutage, findest du das nicht mehr in den Büchern. Ne? Zum Beispiel eine Pflanze mal zu benennen, Beinwell, ja. Da hat man ja dann auch mit der Zeit gesagt, ja, man sollte nicht mehr essen, weil wegen Giftigkeit und so weiter. Ich kann euch jetzt nicht empfehlen, das zu essen, das darf ich nicht, ne? Aber ich im Sommer über esse ich jeden Tag ein, zwei Blätter Beinwell. Kommt über Studien zustande, wo ein Stoff raus extrahiert wird aus der Pflanze, der mit anderen Chemikalien vermischt wird. Dann wird es an Versuchspersonen oder Versuchstiere gegeben und die bekommen dann auf einmal einen Leber- und Nierenschaden oder was auch immer. Und daraufhin wird dann halt eben die Pflanze auf die Verbotsliste gesetzt. Das ist immer wieder dasselbe Schema. Das kann man bei mehreren Pflanzen beobachten. Ätherischen Ölen auch das gleiche, ne? Dann Ja. heißt es irgendwie zum Beispiel bei Lavendel oder wie auch immer, dass es schädlich ist oder wie auch immer, wenn du es auf die Haut aufträgst und dann ist halt einfach ein Stoff daraus extrahiert worden, Ja. und was weiß ich, an Ratten getestet worden und dann haben die irgendwelche, was weiß ich, gehabt, aber das hat ja mit der ganzen Pflanze an sich nichts zu tun, ne? Ja, also da kann ich auch jedem empfehlen, sich da immer nochmal selber einzulesen bei solchen Thematiken, auch wenn gesagt wird, das ist verboten, da würde ich nochmal extra genau reinschauen, was da der Hintergrund ist, warum, weshalb und was die Pflanze zum Beispiel eigentlich kann. Ne? Und ja, speziell Beinwell ist auch ein schöner Name, Beinwell, Well auch mit dem Namen hinten. Ne? Und ja, deswegen. Naja, auf jeden Fall spannendes Thema, aber das werde ich mal an anderer Stelle adressieren, weil da gab es in der Vergangenheit immer wieder Versuche und Verbote, auch großflächige Verbote für gewisse Sachen, bei den Kräutern speziell. Und deswegen da immer nochmal genauer reinschauen. Adrian, du hast die ätherischen Öle gerade schon erwähnt. Gerade eine gute Überleitung. Wir hatten es damals auch schon mal so kurz angesprochen. Was sind so deine drei Lieblingsätherischen Öle, die du am meisten magst und die dir vielleicht am meisten auch helfen? In bestimmten Situationen oder einfach so im Leben. Also, das Öl, das ich wahrscheinlich am meisten nutze, ist Pfefferminz. Mag ich auch gerne. Das ist einfach für mich das Sportöl Nummer 1. Also, das reibe ich mir jeden Tag. Wenn ich Sport mache, reibe ich mir das auf meine Muskeln, auf meine Beine, auf meine Arme. Und es ist einfach, wenn ich dann Pfefferminz genommen habe, dann ist man so voller Bewegung, so voller Bewegungsdrang, dass man schier nicht mehr still sitzen kann. Im Sommer so genial, wenn es einem heiß ist. Das kühlt so extrem gut runter. Das ist wie so Air Conditioning, das man dabei hat, gerade wenn man es so im Nacken aufträgt. Also das ist auf jeden Fall ein top, top geniales Öl. Dann würde ich sagen, Weihrauch, eines meiner absoluten Lieblingsöle auch, weil Weihrauch ist so ein Alleskönneröl. Das heißt, ist vor allem auch so, finde ich, eine Verbindung von Körper, Geist und Seele. Also du kannst Weihrauch auch sehr gut für, ja, mentale, seelische Aspekte. Ist ja vor allem auch so die Verbindung nach oben, wo Weihrauch zugesagt wird. Also ätherisches Öl Weihrauch nicht zu verwechseln mit dem Weihrauch, was man so aus der Kirche kennt, hat damit absolut nichts zu tun. Ist so, also ich in der Kirche habe ich Weihrauch immer gehasst. Also ich war früher als Kind, sag ich mal, Ministrant in der Kirche. Da bin ich auch glücklicherweise davon losgekommen. Aber ich wurde immer in der Kirche bewusstlos. Also ich war immer beim Ministrieren und dann
bin ich bewusstlos geworden. Wegen dem Weihrauch, weil du das eingeatmet hast, oder? Keine Ahnung, was könnte sein. Also sonst ist es nie passiert, nur in der Kirche. Und als ich das erste Mal Weihrauch, also das ätherische Öl Weihrauch, das reine Weihrauch, na, da gibt es ja auch 1000 Qualitätsunterschiede, aber ein reines Weihrauch, ich liebe das, das ist so genial. Vor allem kannst du Weihrauch auch körperlich mega einsetzen. Also da gibt es ja auch ganz, ganz viele Studien, was da interessante Sachen passieren, wenn du Weihrauch einsetzt. Kann man hier alles leider nicht so sagen, aber wie mit den Kräutern. ja, also auf jeden Fall ganz, ganz tolles Öl, Weihrauch, auch für die Haut ganz toll. Also kann man wunderbar überall auftragen. Und also auch steht so ein bisschen für, das emotional gesehen, auch so für die Akzeptanz, also sich selbst so anzunehmen, wie man ist, andere anzunehmen, so wie sie sind, also so diese bedingungslose Liebe. Das ist definitiv eins. Und ein drittes Öl, das wäre jetzt so eine Ölemischung, also von Young Living, hat ja so Ölemischungen, das sind die Öle, die ich nutze. Und das heißt Belief, also der Glaube. Das sind viele Baumöle sind da drin, ist auch Zitrusöle sind drin. Und ich mag das immer so einen Tropfen hier oben auf meinen Kopf, also aufs Kronenchakra zu tun. Und das ist einfach so der Glaube an sich selbst, der Glaube an die, ja, an das, was man tut. Vielleicht auch das, der Glaube, vielleicht dieses Vertrauen, ich nenne es mal ans Universum, dass man da so eine Verbindung hat, einfach, was hat ja jeder sein Wort vielleicht dafür, für ein Universum oder was ich auch immer so mag, ist so unendliche Intelligenz, einfach so diese Verbindung da dazu. Und das mag ich immer auch gerade so im Tennis, ne, wenn man, ja, ist auch ein mentaler Sport, wenn man einfach so das, so den Glauben an sich selbst hat, das ist ein Öl, das ich auch jeden Tag nutze. Machst du es auch manchmal, weil viele sagen ja, ist auch gut, einen Tropfen ätherisches Öl in den Bauchnabel zu machen. Machst du das auch manchmal? Ja, mache ich öfters. Also da gibt es ja auch so eine Mischung, die heißt DJs. Also das ist ja so eine, also von Digest, Verdauen, das ist ja so eine Kräuteröl-Mischung mit Ingwer, Estragon und einfach solche Fenchel, also die ganzen, ja, sag ich mal, Kräuteröle. Und das liebe ich einfach so, auch gerade wenn man vielleicht, also wenn ich mal das Gefühl habe, ich habe zu viel gegessen oder was Schweres gegessen oder so, dann mag ich das so in meinen Bauchnabel reinzutropfen und dann so ein bisschen im Bauch zu verteilen. Und das tut mir auch mega, mega gut, weil das geht dann, habe ich das Gefühl, direkt da rein. Also das finde ich auch eine ganz tolle Anwendung. Also Fenchel, also reines Fenchelöl auf den Bauch, das ist so toll. Also das mag ich ganz, ganz arg. Also das kann man, wenn man das mal noch nicht probiert hat, unbedingt ausprobieren. Fenchelöl auf den Bauchnabel und dann da so ein bisschen seinen Bauch einmassieren damit. Also das ist eine ganz tolle Wirkung, finde ich. Das muss ich auch mal ausprobieren. So Fencheltee hatte ich bisher mal ausprobiert, aber das Fenchel ätherische Öl, das habe ich noch nicht ausprobiert. Mal machen. Ja, wenn ihr Fragen habt, ich werde von Adrian alles unter dem Video verlinken. Und wenn ihr auch Fragen habt zu ätherischen Ölen zum Beispiel, da könnt ihr Adrian dann auch gerne anschreiben. Und ja, und dann kannst du gerne weiterhelfen, dann bestimmt auch. Sehr, sehr gerne, ja klar. Ja. Ja, super, Adrian. Was sind jetzt noch, vielleicht noch so als kleinen Abschluss für das Video, was sind so jetzt deine Ziele für die nächste Zeit, vielleicht für dein Leben, für das Tennis auch, was hast du dir da so vorgestellt? Genau, beim Tennis wollte ich jetzt eigentlich noch so fragen, wo, auf welcher Stufe, in welcher Klasse spielst du jetzt eigentlich und was sind so deine Ziele, wo du dann auch als nächstes zum Beispiel hin möchtest? Okay, also Tennis momentan, also ich habe eine deutsche Rangliste, also eine Herrenrangliste, einfach aktive Rangliste, bin ich auf Platz 123. Mein Ziel ist es im Tennis, also Richtung ja, Weltprofi-Karriere zu gehen. Haben wir vorhin schon mal vielleicht ganz kurz drüber geredet, so ich bin jetzt 27, viele belächeln das vielleicht so, hey, ich spiele schon mein ganzes Leben Tennis, wollte schon immer Profi werden, habe das auch früher dann gemacht und auf die ganzen, sag ich mal, internationalen Turniere gegangen und dann habe ich ja irgendwann gesagt, hey, ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr und dann habe ich aber durch 2-3 Jahre Pause gemerkt, hey, ich kann es noch nicht loslassen, das juckt mich noch einfach zu sehr. Und das Schöne dran ist, ja, ich messe mich an keinen Standards, die heutzutage als üblich gelten, wo man sagt, hey, du bist zu alt oder hey, du schaffst es eh nicht oder wie auch immer. Ich habe da überhaupt keine
möchte mir da keine Limits setzen, sondern ich spiele einfach Tennis, weil es mir mega Spaß macht. Ich glaube, dass ich auch ziemlich gut spielen kann und ja, möchte einfach schauen, wie weit ich da kommen kann. Also ja, professionelles Tennis zu spielen, also im Prinzip, ich kann auch nicht ganz davon leben, also mit dem, was ich jetzt bin, aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt nur reines Hobbyniveau ist. Genau, und dann da einfach mal schauen, wie weit es geht. Durch die Ernährung mich da eben unterstützen, dass ich auch langfristig, längerfristig, wenn man sieht, wie du sagst, Djokovic mit 38, der ist noch topfit, habe ich da definitiv, glaube ich, noch einige Jahre vor mir, wo ich auf einem schönen, sehr, sehr guten Niveau Tennis spielen kann. Und das ist auf jeden Fall ein Ziel von mir und eben ja auch meine körperliche Performance, geistige Performance, einfach zu schauen, hey, was ist alles möglich hier auf der Erde, ne? Also einfach mal das schauen, was ist möglich. Wir sind hier um, also mein Verständnis, warum ich hier bin, ist einfach um Erfahrungen zu sammeln, um das auszureizen, was möglich ist, oder vielleicht auch darüber hinaus zu gehen und einfach zu schauen, weiterzugehen, sich zu expandieren, sich weiterzuentwickeln. Ja, das finde ich eine sehr, sehr schöne, ja, Art, wie man einfach das Leben für sich auch sehen kann und umsetzen kann. Ne? Einfach, ja, das, was man gerne mag, einfach machen so, ne? Warum nicht? Egal, wenn einer dann sagt, na, das sollst du nicht machen oder du bist so alt oder was auch immer. Nee, einfach durchziehen, ne? Wenn man dafür brennt und dann noch viel, viel eher, ne? Und ja, lasst euch nicht einreden, ihr seid zu alt oder ihr seid dies oder jenes, sondern ja, zieht's einfach durch und ja, habt Spaß daran und Freude. Der Rest ist egal. Genau, perfekt. So ist es. Super, Adrian. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Wir werden dann bestimmt mal schauen, wann wir das nächste Update-Video machen. Dann wieder, denke ich mal, bestimmt in 1-2 Jahren. Aber wir werden auf jeden Fall jetzt noch ein schönes Video aufnehmen über die Rainbow Healing Methode. Da werden wir es aber noch nicht so viel verraten, sondern ja, das seht ihr dann in einem der nächsten Videos dann. Vielen, vielen Dank, Adrian, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Sehr, sehr gerne. Und ja, ihr Lieben, wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Ciao.